Der Sommer lässt noch ein wenig auf sich warten. Sie und ihre Metapher. Aber die neue Folge Watchlist steht wie eh und je pünktlich in den Startlöchern. Ein neuer Tag birgt neue Chancen. Ich liebe das. Also, wie sieht dein Plan aus? Ich habe für euch die Highlights des Monats Juni parat. Sie klingen dadurch so clever. Endlich mal nicht nur mit Streaming-Tipps, sondern gar mit ersten Highlights aus der Kinowelt. Wir werden leben. Das weiß ich. Obendrein noch ein Interview mit Weltstar Cillian Murphy. Und jetzt verschwinden wir. Okay. Let's go! It's showtime, honey! Wie immer möchte ich euch direkt zu Beginn sagen, ich freue mich, dass ihr bei einer neuen Folge Watchlist dabei seid. Na schön, es wird Zeit für Musik oder sowas. Nicht, dass noch jemand weint. Und Disney-Fans kommen im Juni auch endlich wieder voll auf ihre Kosten, denn einer der Filme, die am meisten erwartet wurden, startete Ende Mai auf Disney Plus im VIP-Zugang oder auch in den Kinos, die wieder geöffnet haben können. Die Realfilm-Vorgeschichte über die Kultbösewichtin Cruella de Vil aus dem Animationsfilm 101 Dalmatiner. Und der Film heißt ganz simpel Cruella. Aber ein neuer Tag birgt neue Chancen. Und ich war bereit für einen Auftritt. Wie heißt das so schön? London in den 70er Jahren. Die junge Estella ist eine talentierte Designerin und träumt von einer großen Karriere als Modeschöpferin. Doch da sie verwaist und mittellos aufgewachsen ist, scheint ihr der Weg in höhere Kreise verschlossen. Mit ihren zwei Kumpels, den Amateurdieben Horace und Jasper, streift sie durch London und begeht hier und da kleine Verbrechen und wann immer sich die Möglichkeit ergibt, wenigstens kurz in den von ihr ersehnten Luxus der Schönen und Reichen einzutauchen, greift sie schamlos zu. Dann aber bietet sich ihr endlich eine einzigartige Gelegenheit, um der Gosse zu entkommen. Ein aufstrebender Rockstar entdeckt ihr Talent und beauftragt Estella damit, ihm ein einzigartiges Outfit zu entwerfen. Auf der Suche nach dem perfekten Material muss sich Estella, die ein Faible für Hundefell hat, fragen, was sie für ihren Erfolg zu opfern bereit ist. Machen wir keine Szene draus. Aber ganz genau das will ich doch. Darf ich bemerken, ich mach das aus? In High Heels. Wie war ihr Name? Cruella. Cruella ist und bleibt eine Mode-Ikone und umso herrlicher ist es, in nahezu jeder Szene ein neues Outfit zu sehen und im Modekampf mit der Baroness wird diese Fehde zwischen den beiden Damen einfach in so absurde Höhen geschossen. Und da sind wir auch schon bei der großen Stärke des Films. Die Kostüme sind für mich Oscar-verdächtig, der Look ebenso und es ist so, als sei man bei so einer zweistündigen Modenschau. Ich konnte mich überhaupt nicht satt sehen und in jedem Bild ist Kreativität ohne Ende und dazu die Oscar-Preisträgerinnen Emma Stone und Emma Thompson, die beide ganz offensichtlich so diabolischen Spaß an ihren Rollen hatten. Ich hoffe doch sehr. Eins kann ich euch versichern, wenn zwei Schauspielikonen viel Freude haben, so wird es euch auch nicht anders ergehen. Ob du den Killer-Instinkt hast, ist abzuwarten. Dass man sich beim Aufbau einer Geschichte Zeit lassen und dennoch mit hohem Tempo vorgehen kann, beweist Regisseur Craig Gillespie, der vor wenigen Jahren mit I, Tonya einen sensationellen Film über die Eiskunstläuferin Tonya Harding inszenierte. Und man merkt auch so, ja, seinen Hang zu schrägen Situationen, die mal ernst, mal mit Humor aufgelöst werden, scheint er nicht verloren zu haben. Und so gehört Cruella durch die Eigenständigkeit der Geschichte, die jetzt eben nicht nur eins zu eins Bilder einer schon bekannten Vorlage kopiert, für mich zu den besten Disney-Realverfilmungen der letzten Jahre. Und diesen Film könnt ihr entweder im Kino oder per VIP-Zugang auf Disney Plus genießen. Keine Sorge, es kommt noch sehr viel schlimmer. Perhaps? Anfang des Jahres begeisterte Lupin uns alle mit großartigem Entertainment. Nun gibt es ab dem 11.06. weitere 5 Folgen, die nahtlos an die ersten 5 Folgen anschließen. Jetzt ist er zu weit gegangen. Pellegrini hat meinen Sohn entführt. Dafür wird er bezahlen. Kennen Sie den? Selbstverständlich. Hassan Diop. Die Polizei fahndet nach Hassan Diop, dem meistgesuchten Mann Frankreichs. Gegen Ende der ersten 5 Folgen dachte man ja schon, es gäbe ein Happy End. Ansan hatte es tatsächlich geschafft, die Polizei und Pellegrinis Handlanger hinters Licht zu führen. Doch der letzte Lacher blieb ihm nicht vergönnt. Das war eine Falle. Ich bin unschuldig.
Mehr will ich gar nicht zum bisherigen Stand erzählen, denn gegebenenfalls möchtet ihr die ersten Folgen erst noch sehen und die lohnen sich selbstverständlich. Omar Sy ist und bleibt ein Schambolzen. Die Geschichte ist temporeich erzählt und wunderbar absurd. Da spielt es natürlich keine Rolle, ob wirklich alles so oder so möglich in der Umsetzung ist. Die Streifzüge sind lustig, gefühlt extrem clever und am Ende vor allen Dingen unterhaltsam. Daher sollten speziell diejenigen, die die ersten 5 Folgen mochten, bei den weiteren 5 Episoden wieder einsteigen. Viel Spaß mit der 2. Staffel von Lupin. Bereit. Und nun Magie. Ab dem 20. Juni könnt ihr auf Starzplay eine sensationelle Serie schauen. It's a Sin. Und wer beim Namen Starzplay jetzt aber erstmal zuckt, Starzplay findet ihr auf Amazon Prime Video, Apple TV als eigene App und auch ganz neu direkt auf Magenta TV. Unbedingt Ausschau halten, hier warten nämlich weitere Highlights wie eben diese Serie aus Großbritannien. Also, wo sehen Sie sich in 5 Jahren, Richie? 10 Jahre in der Zukunft. Was ist dein Plan? Ich will glücklich sein, mehr nicht. Ich möchte alles lernen. Ich bin stinkend reich. Er geht nach London. 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 Ich gehe jetzt. Danke und goodbye. And 23 Piss Off Avenue London, double fuck. Richie, Roscoe, Ash und Colin starten ihr neues Leben im London der 80er Jahre. Obwohl sie sich zuerst fremd sind, werden die 4 homosexuellen jungen Männer bald zu besten Freunden. Gemeinsam mit ihrer Freundin Jill gründen sie eine Wohngemeinschaft, den Pink Palace, und erleben eine aufregende Zeit voller Abenteuer. Doch ihr Leben wird sich schlagartig verändern, als ein neuartiges Virus in ihrer Community zahlreiche Menschen erkranken und sterben lässt. Inmitten von Angst, Paranoia und Unwissenheit prallen ihre unterschiedlichen Ansichten zu dem noch unbekannten Virus aufeinander. Fortan wachsen die 5 jungen Erwachsenen im Schatten der AIDS-Krise auf. Was zuerst als Gerücht beginnt, wird zu einer Bedrohung, dann zum unfassbaren Schrecken und schließlich zu etwas, das sie auf ewig zusammenschweißt. Gemeinsam beschließen sie nun, das Leben und die Liebe von nun an intensiver zu leben als bisher. Das Ganze ist einfach nur ein Haufen Lügen. Ich weiß, dass unbekanntere Serien es immer ein bisschen schwieriger haben, Aufmerksamkeit zu erlangen, aber bitte lasst euch das gesagt sein. Das hier ist das Highlight des Monats, jedenfalls für mich. Und ich bin mir auch sicher, am Ende des Jahres sicherlich in meinen Serien-Top 10 für 2021. Mit welcher Wucht ihr die Bilder eingefangen, mit wie viel Energie die Charaktere eingeführt und erzählt und mit wie viel Genauigkeit auch gesellschaftliche Entwicklungen aufgezeigt werden, ist schlichtweg sensationell. So binnen weniger Momente steckte ich im London der 80er. So verstehe auch den Reiz und das Gefühl von Freiheit, was viele Menschen damals angezogen hat. Und außerdem wird auch zügig deutlich, welches Stigma nicht nur Schwule und Lesben in der Gesellschaft mit sich trugen, sondern wie wenig die Bevölkerung über Ewigkeiten über HIV und AIDS überhaupt wusste. Und das ist faszinierend, wie Autor Russell T. Davis, der in den 90ern bereits Queer as Folk zu einem Welthit machte, so sämtliche Themen unter einem Hut bekommt und dennoch das Entertainment nicht vergisst. Das sind harte Themen, die wir dort zu Gesicht bekommen, aber gleichzeitig erleben wir auch, mit welcher Power hier unsere jungen Charaktere in ihren Träumen nachgehen und ihr Leben leben. Und genau das ist am Ende das Gemeine, eben weil wir so nah an den Figuren in den 5 Folgen gelangen, wie wir sie so richtig kennenlernen und ihre Träume verinnerlicht haben, zerreißt es uns, und ich sag direkt mal uns, denn ich glaube, es geht nicht nur mir so, nicht nur einmal das Herz. Einer der Schlussmomente in Folge 5 ist für mich der beste Monolog in einer Serie in diesem Jahr und hat mich den restlichen Tag nicht mehr losgelassen. Also, It's a Sin ist nicht nur eine wichtige Serie mit aktuellem Bezug, sondern vor allen Dingen schlichtweg großartig. Ab dem 20.06. für euch auf Starzplay. Die 3. und letzte Staffel der britischen Hitserie Keeping Faith startet am 15. Juni unter anderem bei FOX auf Magenta TV. 1,5 Jahre nach ihrem Entschluss, sich endgültig von ihrem untreuen Ehemann Evan zu trennen, stehen Anwältin Faith Howards weitere harte Auseinandersetzungen bevor. In 2 Wochen wird die Scheidung vollzogen und das Sorgerecht für die 3 gemeinsamen Kinder geregelt. Doch Evan, der weiterhin seine Liebe zu Faith beteuert,
ist nicht bereit loszulassen. Von Eifersucht getrieben versucht ihr Faith aufkeimende Beziehung zu dem geläuterten Kriminellen Steve Baldini zu sabotieren. Noch komplizierter wird die Lage, als Faith Mutter Rose unangekündigt in dem beschaulichen walisischen Städtchen Abercorn auftaucht. Das Wiedersehen ist alles andere als ein Grund zur Freude, denn Mutter und Tochter sind vor 25 Jahren in erbittertem Streit auseinandergegangen und Rose macht bald keinen Hehl mehr daraus, dass sie Faith das Leben zur Hölle machen will. Auch beruflich steht Faith vor großen Herausforderungen, nachdem sie mit Anwaltskollegin Carys eine gemeinsame Sozietät gegründet hat, übernimmt sie die juristische Vertretung des 14-jährigen Ocean Taylor. Der Junge leidet an einem Hirntumor, den seine Ärzte für inoperabel halten. Nur ein experimenteller Eingriff in Frankreich könnte sein Leben retten. Und Faith setzt alle Hebel in Bewegung, um seinen Anspruch vor Gericht durchzusetzen. Die finale Staffel hat den Titel Finale in jedem Fall verdient. Immer mehr prasselt auf unsere Anwältin Faith ein und so können wir mit ihr mitleiden, mitfühlen und vor allen Dingen mitfiebern. In 6 Folgen, knapp 50 Minuten, folgen wir unserer Hauptfigur wieder Schritt für Schritt. Das bleibt weiterhin spannend und liefert immer wieder großartige Einblicke in den juristischen Alltag. Wer die beiden ersten Staffeln nicht gesehen hat, sollte dies für Staffel 3 auf jeden Fall nachholen. Die stehen euch natürlich auch bereit, sodass ihr im besten Fall direkt alle 20 Folgen der gesamten Geschichte genießen könnt. Eine klitzekleine Vorschau möchte ich euch noch zur neuen Marvel-Serie Loki bieten. Ab dem 9. Juni könnt ihr euch auf eine neue und spektakuläre Geschichte zu einem der beliebtesten Charakteren aus dem Marvel Cinematic Universe freuen. Wir bewahren den korrekten Fluss der Zeit. Sie haben mit dem Tesseract die Realität zerbrochen. Sie müssen uns helfen, sie wieder zu kitten. Warum ich? Ich brauche Ihre einzigartige Loki-Perspektive. Bekomme ich eine Waffe? Nein. In der Marvel Studios-Serie Loki, die nach den Ereignissen von Avengers Endgame spielt, tritt der Gott des Schabernacks aus dem Schatten seines Bruders hervor. Tom Hiddleston kehrt in der Rolle des Titelhelden zurück. An seiner Seite sind Owen Wilson, Juju Mbatha-Raw, Sofia DiMartino, Wunmi Mosaku und Richard E. Grant zu sehen. Es ist bezaubernd, dass Sie glauben, Sie könnten mich manipulieren. Die letzten Marvel-Serien konnten ja auf verschiedenen Ebenen schon überzeugen. Das erhoffe ich mir auch für Loki. Neue Details zur Figur selbst, eine spannende Weiterführung und eine ordentliche Portion Humor. Ab dem 9. Juni gibt es jeden Mittwoch eine neue Folge. Wir dürfen gespannt sein und uns schon mal so einen kleinen Reminder auf die Watchlist setzen. Loki, ich habe fast jeden Moment Ihres Lebens analysiert. Sie sind anderen buchstäblich an die 50 Mal in den Rücken gefallen. Also dann tue ich's nie wieder. Ein ziemlich einzigartiges Projekt erscheint Ende Juni auf Amazon Prime Video. Mit Solos gibt es nämlich eine neue Anthologie-Serie zu sehen. 7 einzigartige, charaktergetriebene Geschichten. Jede Figur begibt sich auf ein spannendes Abenteuer in einer ungewissen Zukunft und sie werden feststellen, dass wir alle selbst in unseren isoliertesten Momenten durch die menschliche Erfahrung verbunden sind. A memory isn't simply a thing you have. It's a promise. Zuerst beim Blick auf den Cast so, what the... Das ist ziemlich beeindruckend. Anne Hathaway, Helen Mirren, Morgan Freeman, Anthony Mackie, nur so ein paar Namen mal kurz zu nennen. Die Kurzfilme sind allesamt nur 20 bis 30 Minuten lang und konzentrieren sich jeweils auf die einzelnen Figuren. Jede Folge funktioniert entsprechend alleine und nur für sich, ist an einigen Momenten sehr kunstvoll und philosophisch geworden. Wer das mag und einmal ein wenig in Gedanken zum Sinn des Lebens abtauchen will, ist hier genau richtig. Es ist hingegen wohl wenig überraschend, dass die Episoden allesamt fantastisch gespielt sind. Anne Hathaway und Helen Mirren sind ja nicht zum Beispiel ohne Grund Oscar-Preisträgerinnen. Ab dem 25. Juni also auf Amazon Prime ein wirklich besonderes Projekt.
Manchmal sehen wir Ableger einer Serie plötzlich als Film wieder. Man kann aber auch den umgekehrten Weg gehen und basierend auf eines Films ein sogenanntes Spin-off produzieren. 2018 erschien der Film Blindspotting und diese Geschichte wird jetzt in 8 Folgen ab dem 13. Juni auf Stars Play weitererzählt. Und wie eben bereits betont, könnt ihr Stars Play entweder in der eigenen App, bei Prime Video, Apple TV oder ganz neu bei Magenta TV finden. Baby, I'm so sorry. Man, I'm flushing these. Do you want me to get you a toothbrush or toilet paper? I'm going to summer camp, baby. I'm going to jail. I don't know. What is our online banking password? Baby, I'm not going to yell that on the street. Happy New Year. Das Leben von Ashley wird komplett auf den Kopf gestellt, als Miles, ihr Lebenspartner und der Vater ihres Sohnes, plötzlich ins Gefängnis muss. Da sie ihre Miete nicht mehr zahlen kann, muss sie mit Miles' Mutter und seiner Halbschwester zusammenziehen. Viel mehr müssen wir über die Geschichte auch gar nicht wissen, denn die Vorstellung über eine abrupte Lebensveränderung sollte reichen, um sich das Ausmaß der Geschichte auch vorstellen zu können. Nach wenigen Szenen hatte ich mich auf jeden Fall schon in die Serie verliebt. In den knapp halbstündigen Folgen gibt es immer wieder ganz kunstvolle Momente, in denen unsere Hauptfigur Ashley plötzlich wie auf einer Bühne ausgeleuchtet wird, ihren Text als Poetry Slam raushaut oder auch mit so einer musical-resken Einlage kurz die Stilistik verändert. Und besonders auffällig dabei ist dann, wie sie nun auch uns Zuschauenden tief in die Augen schaut und somit die sogenannte vierte Wand bricht. We had an understanding. We would weather whatever storm came along. You don't get to doubt my loyalty. You can talk to me about whatever. Diese Elemente heben die Serie mit Leichtigkeit von anderen Sozialdramen ab und geben ihr ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Let's go! It's showtime, honey! Let me remind you, you don't know these people. Ein Großteil des Casts ist hierzulande jetzt noch nicht sonderlich bekannt, jedoch werden sich einige an einem Wiedersehen mit Oscar-Preisträgerin Helen Hunt erfreuen. Wer sich mal gefragt haben sollte, was macht die aktuell eigentlich noch? Hier die Antwort. Sie spielt die Mutter von Miles und muss sich ebenfalls damit auseinandersetzen, dass ihr Sohn im Gefängnis landet und seine Partnerin nun bei ihr einziehen muss. Trotz allen sozialkritischen Elementen mit deutlichen Fingerzeigen Richtung Moral gelingt es, den schmalen Grat aber zwischen Unterhaltung und so unnötig bedeutungsschwangeren Geschichten zu halten. Es ist im Juni mein persönlicher Überraschungshit und daher für euch nochmal die Info. Blindspotting ab dem 13. Juni auf Stars Play. Ab damit auf die Watchlist. Es war die große Überraschung 2018 im Kino. Ein Horrorfilm, der mit Stille punktete und durchaus auch klüger als einige Genre-Kollegen daherkam. A Quiet Place spielte entsprechend ein Vielfaches seines Budgets wieder ein und so war es ja nur konsequent, eine Fortsetzung in die Kinos zu bringen. Diese Fortsetzung wartet seit letztem Jahr darauf, bewundert zu werden und es scheint so, als wäre es Ende Juni endlich soweit. Nachdem Familie Abbott ihr Zuhause verlassen musste, ist Evelyn nun mit ihren Kindern Regan und Marcus sowie dem neugeborenen Baby auf sich allein gestellt. An den unheimlichen Zuständen in der postapokalyptischen Welt hat sich nichts geändert. Die geräuschempfindlichen Biester, die die Erde im ersten Film überfielen, sind nach wie vor auf der Jagd. Jeder unbedachte Laut könnte sie auf den Plan rufen. Die Abbots versuchen aber weiterhin ein halbwegs normales Leben zu führen. Ein Leben in absoluter Stille. Als sie den überlebenden Emmett treffen, stellt sich für Evelyn bald die Frage, wie es weitergehen soll. Ist es an der Zeit, sich mit anderen zusammenzutun? Und wenn ja, wem kann man überhaupt trauen? Bei schnell abgedrehten Fortsetzungen von Überraschungserfolgen bin ich ehrlich gesagt immer ziemlich skeptisch. So will man nur irgendwie die Erfolgswelle ein bisschen weiter reiten und die Kuh melken? Oder gelingt es tatsächlich auch nochmal neue Akzente zu setzen und das Konzept auszubauen? Bei A Quiet Place 2 passiert zum Glück dann Zweiteres. Der Familiendrama-Aspekt wird nochmals erweitert, die Größe und Weite des Geschehens wird um einiges epischer und somit auch in dramatischen Situationen nochmals spannender. Und zugleich ist das Tempo aber auch an vielen Stellen ausgebaut worden. Dazu verhindert das Team auch hinter der Kamera, dass die Geschichte irgendwie so 1:1 eine Kopie des ersten Teils ist, ohne jedoch unpassend zu werden. Und es scheint wirklich, als wäre der zweite Part nun die logische Konsequenz. Und das haben wir so zwischen den Filmen lediglich so kurz auf Pause gedrückt haben. Also 1 und 2 geht direkt ineinander über. Da draußen sind Menschen, die wir retten müssen. Du weißt das nicht, oder?
ich schon. Schauspielerisch bleibt es da auch echt ein Segen, auf Weltstars zu setzen. Das merkt man einfach so in gewissen Nuancen. Das können sie nochmal diese kleine Spur intensiver spielen. Emily Blunt überzeugt als verzweifelte Mutter, die für das Überleben aller einfach zum Tier werden kann. Neuzugang jetzt im Cast, Cillian Murphy, überzeugt als geheimnisvoller Emmett, den weder Familie Abbott noch wir so wirklich einordnen können. Ist schon gut. Alles gut. Die beiden Kinder, gespielt von Millicent Simmons und Noah Jupe, komplettieren den Cast. Und ja, speziell Noah beweist wieder einmal, dass er derzeit zu den besten Jungschauspielern auf diesem Planeten gehört. Sobald der Film also jetzt bald in den Kinos anläuft, Abmarsch, Ticket kaufen, still sein. Und als zusätzliches Appetithappen freue ich mich jetzt auf das Interview mit Weltstar Cillian Murphy. In the world of A Quiet Place, we are experiencing a dystopia in a very special way. So to remain silent, to survive is a feeling which was transmitted within a second. So the past year was a kind of dystopia as well, and parts of our all-day life became A Quiet Place, even if it sounds a little bit naive. But what do you think? What can we learn from the story of the Abbott and, of course, of your character, Emmett? I guess the film deals with how people respond to a crisis. You know, to any life-changing, world-changing crisis. And I think the film talks about community a lot, and how certain people just get involved and try to help, and other people retreat and isolate. And the film talks a lot about isolation, actually, which I suppose we've all lived through over this past year. But I think it's important to say that it's not a message movie. This movie is not like trying to tell people how they should feel about what we've all just gone through. It's very entertaining, you know, piece of cinema, and that's the most important thing. I mean, you know, I wear a face covering for the first 10 minutes of the movie. That's just like to get crazy coincidence. You know, it's just happened that way. We just. I remember seeing it when this was all kicking off, seeing the movie, and wow, that's just crazy. But I wouldn't like to, you know, I think people would just go there and be entertained. If you like the first movie, which so many people did, I just think this takes it to a new level, this second movie. And of course, doing a sequel of a successful movie does not always kind of for the critics or bring the best reputation for a franchise. But I was very happy to see it's possible to tell a second part of the story. So I was very, very amazed by the movie. So what did convince you to be part of A Quiet Place 2 in advance before the shooting? Well, I loved the first movie so much. I was such a fan of it. I saw it in the cinema with my two sons and I thought it was pure cinema. You know, because it needed to be seen in a dark room with loads of other strangers. That was the way to watch it, and the effect that it had on people viewing it was extraordinary. And I was so impressed by it that I actually wrote an email to John Krasinski, but then I never sent it because I was too embarrassed. So okay, can I be part of the second one? That wasn't what I said in the email. I just said wasn't even making a second one. I just said, congratulations, you did a brilliant thing. But the point is that I never sent the email. And then he emailed me a year later. But I was, you know, the fact that he was coming back and Emily was coming back and the kids were coming back, same producer, you know, I knew then that, you know, there was a chance that it could be brilliant. And then I read the script and the script was so well written. It's hard. I always feel nervous when I go to watch a sequel of a movie that I've loved. But I think this is one of the ones that succeeds. And I think it's better than the first movie. But of course, I would say that. Yeah. Yes, of course, because we have Cillian Murphy in it as well. So it's, of course, it's an improvement. Well, that's not what I'm there. Yeah. Of course. No worries at all. And I think horror movies or thrill ride flicks are a bit underestimated in a certain way, although it's a high form of art and telling stories. So how would you explain the point of view from people who just think, oh yeah, it's just a horror movie? And do you think it's a kind of renaissance of the genre in the past years, because there's so much
ways of being creative in the horror genre right now? I don't really think about genres, you know, I just think about good films and not good films. And I went to see this movie and I didn't think of it as a horror movie. I thought about it as a film that was about family and about loss. And it was so emotionally impactful. It was more emotionally impactful than a lot of the dramas that I was watching at the time. You know, it hit me harder than a lot of the serious films that were around at the time. And then the second movie does the same thing, you know? Mm-hmm. And for me, cinema should have that experience. It should change you emotionally. You know, you should go in and then come out going, oh my God, what the fuck was that? I feel, you know, I need to sit down or something. And that film did it. And because it made you sit in a state of tension and not be able to eat your snacks, like that's rare. There was nobody checking their phones. There was nobody talking, you know? It was just pure concentration. And so for me, it's the genre thing is irrelevant, really. Mm-hmm. Got it. I love quoting a German actress who told me, Dominic, it was a pleasure working on a project if I learned through my character a bit about myself and life itself. So, Killian, in which way would you agree with her? And what did you learn through your character in case of it was a pleasure to be part of the movie? What I guess it was. Yeah, it was. Oh, man, I loved making the film. I don't go into projects to learn about myself at all. I go into projects to like serve the story and serve the director and try and bring the character to life as honestly and authentically as I can. So I'm not interested in learning about myself. So I guess that answers that question. Yeah, of course it does. You just mentioned that A Quiet Place, and of course A Quiet Place 2 as well, is a movie for the big screen because of the tension. You need to have people around you. It's coming right now to the movie theaters with a delay of more than a year. So it's kind of the comeback of going to the movies right now. What did you miss the most about the cinema experience, and how does it feel to have movies back on the big screen? Oh, man, for me, I just missed, you know, the lights going down, that excitement, you know, when the film starts and the big sound and the fact that you're sharing this experience with strangers in a dark room. And I miss just like looking at my watch and going, you know what, today I'm going to see a movie. Today at 2 p.m. I'm just going to go to the theater and see a movie. And that I miss that. And it's not the same watching it at home. And I understand it was important that some movies were released on streaming platforms and it suits certain movies, but it's not the same. If it was, you know, we wouldn't be going to the cinema all the time. And this, like this is a film that is designed for the theaters, you know, for the sound, it's shot on film, you know, it's going to be released on IMAX. It's got like incredible score, incredible sound design. You really, if you can, I think it's important to see it in the theater. And there have been always voices kind of for decades, cinema is dead right now, the pandemic, and all the guys are just streaming at home. So what do you think? Was the pandemic maybe a very good thing for movie industry because people will see the value of the big screen after being a year at home? Or what do you think it's going to be the development in the next years? I think it will change for sure. We've already seen how it's changed distribution radically. But I don't think that it will kill the cinema experience. I don't think that that's going to happen. I think there's too much love for, like I said, being in a dark room with strangers. I think people will always want to do that. No matter how sophisticated the streaming platforms are, I think people will always want to just go and concentrate on a film, you know. Da draußen sind Menschen, die wir retten müssen. This is a TV show about giving kind of recommendation of movies, of series, whatever. And of course we put A Quiet Place 2 on our watch list so people have to see it on the big screen. But do you have any recommendation what you have watched at home the last 3 months? And you say, okay, after A Quiet Place 2,
you need to watch Killian's recommendation. Oh, man. To be honest with you, I'm actually shooting a TV show right now, and I have been shooting it since January, so I haven't watched anything. I've just been so busy and so exhausted making this TV show that I'm afraid I don't have any recommendations right now. So we put this project on the watch list for the future, I guess. Let's do that. Yeah. Perfect. Killian, cool. Thank you so much. I hope lots of people will watch A Quiet Place 2 and see you soon and take care. Thanks. Nice to talk to you, man. Und schon wisst ihr wieder Bescheid, was in einem kompletten Monat an Film- und Serien-Highlights veröffentlicht wird. Und wer sich jetzt sagt, so, boah, ey, das war so viel, ich würde es gerne noch einmal als Übersicht sehen, sehr gern. Hier bekommt ihr nochmal alles eingeblendet, wann, wie, wo, was startet. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Aber erstmal habt ihr ja jetzt für den Juni was zu tun. In diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald.